Und die Zufuhr klappt nicht. Ihr steckt alle unter einer Decke. Jedenfalls nicht in der Kneipe, wie du. Was ich in meiner Freizeit mache, geht keinem was an. Da irrst du dich. Martin wegschließen? Da irrt ihr euch. Das kannst du alles nachher auf der Versammlung diskutieren. Jetzt ist Arbeitszeit. Du, ich rede, wann ich will. Wer macht dir die Arbeit? Wer geht denn auf Schicht? Komm du mir nicht mit Arbeitszeit. 6:30, dann setzt du deinen Steiß erstmal auf den Schemel. Warum klappt's denn nicht mit der Zufuhr? Warum werden wir denn nicht auf Erdgas umgestellt wie die anderen? Weil wir abgerissen werden. Aber heißt denn das, dass die Menschen auch abgerissen werden? Verludern wie die Handschuhe? Und dass nur das E-Werk die Urlaubsplätze kriegt? Ja, das stimmt doch nicht. Du bist ein Sack. Los, Nase! Sag's ihm! Seit 6 Jahren kein Urlaubsplatz. Überprüfen. Überprüfen? Mensch, überprüft euch doch mal selber. Warum kann denn das nicht besprochen werden mit uns? Was sollen wir denn noch alles mit euch besprechen? Ich wollte zu eurer Brigadesitzung kommen. Ich sehe, die hat schon angefangen. Nun gut, wir sind da. Was ist los? Worum geht's? Horst. Handschuhe werden moniert. Da kann man auch Abhilfe schaffen. Was noch? Die üblichen Dinge. Was für übliche Dinge? Die Zufuhr klappt nicht, alles verbaut. Die paar Monate schaffen wir es noch. Weiter? Erdgasumstellung. Lohnt doch nicht mehr. Und alles andere, was damit zusammenhängt. Ihr macht euch Gedanken um die Zukunft. In Ordnung. Aber das braucht ihr nicht. Jedem ist seine Perspektive klar, oder? Nein. Bitte? Ich habe gesagt, nein. So. Mit euch ist also nicht geredet worden. Mit uns wurde so viel geredet, wir können schon singen. Leider sind wir keine Nachtigallen. Habe ich nicht behauptet. Aber uns wird dumm verkaufen, was? Wenn da so ein Wisch ankommt. Er meint das Intensivierungsprogramm. Das ist kein Wisch, sondern der Plan. Ja, sagst du, von deiner hohen Sicht. Werk muss weg, überaltert, müssen längst Plasma sein, wo die drin kochen. Ich hänge nicht an der Hütte. Ich bin ja auch bloß 11 Jahre hier. Aber euch ist da alles erklärt worden. Und da habt ihr genickt. Ich will immer was sagen. Aber das begreifst du nur, wenn du Arbeiter bist. Nicht vom grünen Schemel. Grünen Tisch. Ist doch scheißegal! In der Hütte steckt Schweiß und nicht bloß von uns. Böbel Alfred. Der macht dort auf Rente. In Hitze und Kälte haben die angefangen unter freiem Himmel. Was zu machen aus der Flickbude für Menschen. Der war dabei. Aber der Schweiß von gestern macht euch nicht mehr nass. Was heißt das? Leitung, das heißt das. Forschung, Labor, die Maschine tut's, der Plan. Nee, du, immer noch wir hier, die im Dreck stecken. Kommst dir wohl fein vor in deinem Dreck, Arbeiter. Woher komme ich denn? Was mache ich denn, dass da einer ankommt und sagt, wer bist du denn, du Heine aus der Forschung? 2 Jahre nicht aus dem Anzug und für wen? Für euch, damit ihr endlich aus eurem Mittelalter herauskriegt. Dieses Werk hier, eine Bruchbude, das ist es. Und daran hängt ihr nun. Dann macht eure Sache allein. Fass mich nicht an! Du, Bruder, ich bin ein friedliebender Mensch. Wir sprechen uns auf der Versammlung.